Das ist so ein typisches Prestigeprojekt, was so eine Stadt sich ausdenkt. Ja, wir haben jetzt was ganz Besonderes. In unserem reißenden Wildwasserfluss haben wir ein schwimmendes Café gebaut. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu City Skylines mit DLCs. Meine lieben Freunde, schaut auf diese Stadt. Es ist der absolute Wahnsinn, was wir hier jetzt schon geschafft haben. Wir sind kurz vor dem Megalopolis-Status. Oh, wie geil das aussieht. Wisst ihr, das ist eigentlich das, früher als ich so noch SimCity 3000 gespielt habe, so ja Ende der 90er, Anfang der 2000er, da weiß ich noch genau, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich in meiner Stadt, die ich mir selber aufgebaut habe, mit der Kamera oder, ja, damals habe ich halt gedacht, mit dem Auto, halt selber durchfahre, ja. Habe ich mir das immer so vorgestellt, solche Kamerafahrten zu machen. Und heutzutage, in City Skylines geht das halt. Ich glaube, die Straßenbahn macht da gerade ein bisschen Stress unter mir. Sowas habe ich mir vorgestellt früher und heute geht das halt einfach. Das ist der absolute Wahnsinn. Früher bei SimCity 3000 war das ja alles noch isometrisches 2D. Wenn du da die Kamera gedreht hast, konntest du die nur viermal drehen. Also du hattest vier Seiten, die du dir angucken konntest. Aber der Clou war, die Gebäude haben sich immer mitgedreht. Das heißt, du hast immer dieselbe Seite von dem Gebäude gesehen. Das war schon irgendwie ein bisschen traurig. Das Einzige, was sich halt gedreht hat, war halt quasi die Map, also die Straßenfläche sozusagen. Die hast du halt aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, die Autos waren damals auch noch Sprites gewesen. Aber auch Sprites, die halt vier Seiten hatten tatsächlich. Bei den Autos kann ich mich erinnern, die hat man von verschiedenen Seiten gesehen. Aber die waren halt mega klein und schlecht aufgelöst noch, das weiß ich noch. Total krass. Nostalgieflash. Ja, wir haben ein bisschen ein Problem. Und zwar haben wir ein Problem im Vergnügungsviertel. Und aber auch komischerweise nur im Vergnügungsviertel. Denn da gibt es nämlich irgendwie einen Mangel an Gütern aus irgendeinem Grund. Und vor allem komischerweise, seitdem wir den Bahnhof hier gebaut haben. Der ja eigentlich dafür sorgt, dass die Güter im Vergnügungsviertel eigentlich viel schneller dahin geliefert werden müssten normalerweise. Guck mal, da funktioniert auch, das habe ich mich beim letzten Mal, wo ich das gebaut habe, nämlich noch gefragt, ob der Bahnhof überhaupt funktioniert. Aber wir sehen ja eindeutig, das klappt ja ganz gut. Nur mir ist schon aufgefallen, da kommt ganz schön viel Traffic jetzt rein. Vielleicht ist es schlau, man sieht es nämlich, ne, wenn die Fahrzeuge zum Bahnhof reinfahren wollen, die fahren alle komischerweise in denselben Slot rein, warum auch immer. Und da wäre es vielleicht schlau, wenn wir den Bahnhof noch an eine separate Straße ranbauen. Also quasi an eine Nebenstraße. Weil, wenn das hier so an der Hauptstraße dran ist, noch ist hier nicht viel Verkehr, ja. Aber irgendwann wird es dazu führen, dass die Fahrzeuge, die hier in den Bahnhof rein wollen, den restlichen Verkehr ausbremsen, ja. Also gerade wenn dann hier auch Häuser stehen irgendwann, dann wird das da ganz schön, Staus verursachen an der Stelle. Ist so eine Sache, die ich berücksichtigen müsste. Habe ich hier auf der anderen Seite, wir haben ja schon so einen Bahnhof gebaut beim IT-Hub, habe ich das nicht gemacht. Und da sieht man, ja, da sieht man das so ein bisschen. Zum Glück ist hier beim IT-Hub nicht so viel Verkehr. Komischerweise ist der IT-Hub, ja, fast schon so eine verkehrsberuhigte Zone, könnte man eigentlich sagen. Da passiert eigentlich fast gar nichts, was Verkehr angeht. Aber man sieht das da auch, dass wenn die Fahrzeuge da reinfahren, dass die dann die anderen ausbremsen so ein bisschen. Also das ist eigentlich auch nicht so clever gebaut. Also ist so ein kleiner Tipp an der Stelle, diese Bahnhöfe vielleicht nicht unbedingt an Hauptstraßen dran bauen. Generell aber auch so andere Servicegebäude und so ist eigentlich auch nicht so schlau, die an so Verkehrsknotenpunkte dran zu bauen. Manchmal geht das aber auch einfach nicht anders aus Platzgründen, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Wenn man halt keinen Platz hat für sowas. Aber ich glaube, wir haben jetzt den Gütermangel zumindest in Teilen hier schon ein bisschen in den Griff gekriegt. Ich glaube, das liegt einfach daran, an dieser Umstellung, die wir gemacht haben. Weil das muss ja hier auch eine Weile erstmal laufen mit dem Bahnhof, bis dann die Fahrzeuge halt reingekommen sind, zu den Anlagen gefahren sind, die die Güter abfragen und so. Da muss das erstmal anlaufen sozusagen, die Lieferung. Das ist nicht so ganz so einfach. Vorher kamen die Güter ja immer von woanders, glaube ich. Vorher, also wir hatten ja hier hinten einen Bahnhof im Industriegebiet, der jetzt ja wahrscheinlich gar nicht mehr so frequentiert wird, weil wir haben das Industriegebiet ja stark zurückgebaut.
Ist ja nur noch hier ein bisschen Industrie und dann war es das ja schon. Es gibt, glaube ich, auch ein Achievement. Wenn ich jetzt alle Industriegebiete entfernen würde, die paar, die hier noch sind, dann würde ich, glaube ich, ein Achievement kriegen. Weil ich habe dann ja eine Stadt gebaut, die nur mit Kommerz und mit Büroflächen funktioniert. Ich mache das jetzt einfach mal spaßenshalber. In einem Gütermangel einfach mal direkt noch mal die ganzen Industriegebiete noch entfernen. Kann man mal machen, definitiv. So, dann lass doch mal hier vielleicht noch mal ein bisschen normalen Kommerz noch bauen. So, hier fehlen irgendwie Wohnviertel so ein bisschen. Manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel entfernt Quadrate, die man schon mal definiert hat. Das ist manchmal echt strange. Ich glaube, wir sollten auch mal sowas wie diese Müllhalden hier, die sollten wir, glaube ich, einfach auch mal ein bisschen nach außerhalb verlegen. Guck mal, die ist auch leer gerade. Die kann ich, glaube ich, gerade auch verlegen. Tatsächlich, ich mache das jetzt hier einfach mal. Ich verlege die jetzt mal hier hin, weil ich habe nämlich hier tatsächlich, ich habe noch hier noch eine zweite Müllverarbeitungsanlage aufgebaut. Weil wir festgestellt haben, dass die hier, die wir hier noch haben, die ist schon ziemlich ausgelastet gewesen. Die ist schon bei 9,8 Millionen, glaube ich. Das sind Millionen hier, glaube ich, sogar, oder? Ist jetzt gar nicht. Ja, das sind Millionen tatsächlich. 9,8 Millionen Müllreserven von einer Milliarde oder so. Nee. Von 10 Millionen. Keine Ahnung. Große Zahlen ist nicht so einfach. So viele Stellen. Auf jeden Fall ist die schon sehr ausgelastet gewesen jetzt. Und deswegen dachte ich mir, ist das mal schlau, wenn wir noch eine machen. Auch so aus verteiltechnischen Gründen, weil wenn hier mal ein Erdbeben oder irgendwas durchgeht, dann ist die ganze Müllverarbeitung weg. Übrigens ist dann auch die ganze Wasseraufbereitung weg, weil sie sind überall Wasseraufbereitungsanlagen noch dazwischen drin. Was war denn das hier eigentlich? Katastrophenschutzeinheit, ah. Ich dachte gerade schon, das wäre irgendeine Fabrik, aber das ist hier unsere Shield-Einheit. Was ist das? Eine Mülldeponie, 2% voll. Die können wir, glaube ich, auch mal moven. Die können wir ja, also wir könnten ja vielleicht auch mal hier hinten noch so ein bisschen so eine Versorgungsanlagen bauen. Also wir könnten ja quasi die Müllverarbeitungsanlage von hier. Ah, grünste Stadt habe ich bekommen. Das ist das Achievement. Das ist das Achievement mit nur Büro und Gewerbe, glaube ich. Das haben wir jetzt. Ich bin eine grüne Stadt, nice. Oder ich habe eine grüne Stadt. Dass wir hier vielleicht nochmal so Verarbeitungsanlagen mit hinstellen, würde ich sagen. Das ist doch vielleicht eine Idee. Weil dann verteilt sich das, dieser Verkehr durch die Versorgungsfahrten, verteilt sich dann nach hier und nach hier. Dann kommt das nicht alles immer nur von einer Seite. Die haben dann natürlich auch mehr Strecke, die sie zurücklegen müssen, ne? Weil sie dann weiter weg sind. Aber prinzipiell wäre das doch eigentlich mal keine schlechte Idee, würde ich sagen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, ich weiß nicht, wie sinnvoll jetzt dieser Bahnhof hier noch ist, aber der müsste ja eigentlich jetzt die Gewerbegebiete, die hier sind, müsste der jetzt ja eigentlich beliefern normalerweise. Mit Gütern. Und die kriegen ja auch vom Frachtflughafen auch nochmal Güter, da müsste ja auch was entstehen eigentlich. Da können wir auch mal schauen, ob wir vielleicht den Frachtflughafen nochmal ausbauen. Oder vielleicht sogar auch nochmal einen zweiten Frachtflughafen bauen. Das wird ja dann irgendwann auch relevant, dass wir das alles ausbauen dann. So, ich baue jetzt hier nochmal Kommerzanlagen. Genau, und dann hier nochmal Büros, würde ich sagen. Mal normale Büros und normale Gewerbeflächen. Ich glaube, diese spezialisierten Gewerbeflächen, die sind immer so ein bisschen problematisch, was so Angebot und Nachfrage. Man sieht das hier bei dem Tourismusviertel. Das ist irgendwie, das ist mal Hop und mal Flop irgendwie. Das ist, geht mal und dann ist wieder doof. Ich habe übrigens noch immer nicht die Mod runtergeladen, die automatisch verlassene Gebäude entfernt. Ich finde, es hält sich aber noch in Grenzen mit den verlassenen Gebäuden. Das habe ich schon mal schlimmer erlebt. Und es betrifft halt wirklich vor allem das Vergnügungsviertel und das Tourismusviertel. Vielleicht brauchen wir echt noch mehr Möglichkeiten für die Touristen in die Stadt zu kommen. Vielleicht reicht das nicht mit Flugzeug und mit... Was haben wir noch? Ja, eigentlich vor allem Flugzeug und Zug. Vielleicht brauchen wir da noch mehr. Vielleicht, also es gibt noch Möglichkeiten, es gibt noch Fernverkehr mit Bussen. Warte. Fernbusse gibt's. Muss ich mal gucken. Das hier sind, glaube ich, Oberleitungsbus. Wo waren denn Fernbusse? Oder ist das hier mit bei? Busbahnhof? Überland-Busbahnhof, genau. Den gibt es. Überland-Bus-Terminal. Das ist übrigens auch ein DLC, glaube ich. Das ist der DLC mit den Küstenstädten.
wo du auch Fischerei dabei hast und sowas. Ich würde sagen, wir machen mal so ein Überland-Busterminal tatsächlich. Weil ich glaube, da kommen dann auch noch mal mehr Touristen aus den Nachbarstädten. Und ich finde, das sollten wir direkt auch mal hier so hinbauen. Ans Vergnügungsviertel am besten direkt. Ich mach das jetzt mal direkt. Und dann gucken wir mal, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Weil mal der Busbahnhof ist ein Knotenpunkt für den Busverkehr. Hier starten oder beenden Busse ihre Reiserouten. Okay. Sowas haben wir gar nicht. Fällt mir aber gerade so auf. Auswärtige Verbindungen für Überlandbusse. Überlandbusse bringen Touristen. Ja, genau das brauchen wir. Sorgen Sie dafür, dass die Überlandbusse die auswärtige Autobahnverbindung erreichen können. Ah ja. Sollten sie eigentlich können, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. Die Autobahn ist ja da. Ja. Da müssten sie doch eigentlich hinkommen. Aber wie, warte mal. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Muss ich da noch irgendwie was definieren? Oder fahren die einfach von alleine jetzt dahin? Es sind ja Überlandbusse, da kann ich ja keine Strecke definieren. Aber kann ich die in mein Bussystem einbinden, die Station? Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das Busdepot, das haben wir schon, glaube ich. Reicht eigentlich ein Busdepot? Braucht man da eigentlich irgendwann mehrere? Das Busdepot schickt automatisch Busse zu ihren Buslinien. Bauen Sie Linien mit dem Bushaltestellenwerkzeug. Die Anzahl der verfügbaren Busse können Sie anheben oder so. Ich glaube, das geht auch ohne, dass ich das mache. So, jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt eine Buslinie machen will, das zählt als Station, oder? Ich glaube schon. Warte mal, wir machen mal eine Linie. Ja, ich glaube, das zählt als Station. Dann machen wir das jetzt mal. Machen wir mal hier so eine Linie. Einfach mal hier so in der Nähe des Tourismusviertels. Wir können ja hier da, wo die Bahnstationen auch sind, vielleicht mal ein paar Busse fahren lassen. Und dann lassen wir das einfach mal hier so am Tourismusbezirk vorbeiführen, alles. Jetzt könnte man da natürlich schon wieder hochfahren eigentlich. Oder warte. Ja, nee, doch. Machen das jetzt so. Wir fahren hier hin. Dahin, ja. So, und dann da wieder rein. Dann kann sich das da ein bisschen verteilen. Weil es geht ja um die Touristen. Dann können die da gleich fahren. Können die da gleich rumfahren. Vielleicht noch in die andere Richtung eine. Genau, da freuen sie sich gleich, siehst du? Dann machen wir da noch eine. Dann hier schön beim Bahnhof, beziehungsweise ja auch hier beim Freizeitpark. Hier in die Pampa machen wir eine. Da wird ja irgendwann auch mal was gebaut, sicherlich. Dann macht man hier noch eine bei dem. Ah, da ist schon eine. Ah, das ist von einer anderen Linie. Kann ich die eigentlich da. Ah, kann ich sogar an dieselbe Stelle bauen. Ist ja der Wahnsinn. Und dann da wieder rein. Genau. Guck mal, nice. Sehr schön. Haben wir gleich zwei Richtungen angeschlossen. Vielleicht hilft das ja ein bisschen, noch mehr Touristen da in das Tourismusviertel zu kriegen. Müssen wir mal schauen. Kann ich da noch irgendwie was anderes einstellen? Normalbetrieb. Genau. Bediente Passagiere letzte Woche. Ja gut, die Überlandbusse müssen natürlich auch erstmal ankommen, ne? Jetzt ist jetzt die Frage, sieht man die eigentlich schon irgendwie auf der Autobahn? Das wäre jetzt natürlich mal spannend zu wissen. Beziehungsweise kann ich vielleicht das mit einer Verordnung noch irgendwie ein bisschen pushen. Das wäre natürlich nice. Kann man da irgendwie eine Verordnung machen? Lieber mit der Fähre. Die Bürger bewegen sich am liebsten per Fähre durch die Stadt. Nee. Hohe Ticketpreise? Ah, warte mal, mehr Parkpflege. Ah, das habt ihr mir schon gesagt. Ich soll mal ein bisschen noch mal meine Parkpflege hochfahren. Genau. Ich dachte, die Verordnung wäre schon aktiv, aber offensichtlich nicht. Ich habe hier hinten noch mal ein Parkpflegegedönsi gebaut. Und was macht das jetzt nochmal? Kostet 80 Parkpflegeservice pro Servicepreis. Erhöht die Schichtlänge der Fahrzeuge zur Pflege des Parks. Ja, mach das mal. Aktivier das mal. Sehr gut. Es kostet zwar jetzt ein bisschen mehr pro Park, aber ich dachte, das hätte ich schon angehabt. Hier, Touristennahverkehrskarte. Zur Förderung des Tourismus bietet die Stadt Bewohnern umliegender Städte vergünstigte Überlandbustickets an. Die Stadt erhält 8% mehr Touristen. Das ist gut, das müssen wir machen. Auf jeden Fall. Überland erhöht die Kosten des Überlandbusnetzwerks um 15%. Ja gut, so ist das halt. Dann haben wir jetzt mehr Touristen aus Überlandbussen. Das ist doch gut. Passagiere letzte Woche null.
Kommen denn da jetzt welche? Woran sehe ich denn, dass da welche kommen? Oh, ist das da ein Bus? Nee, das ist ein LKW. Das ist hier der... Oh, das ist der LKW aus Final Destination 2. Guckt mal. Da will ich aber nicht dahinterherfahren, ehrlich gesagt. Nee, ich sehe keine Überlandbusse, ehrlich gesagt. Ich sehe zumindest nichts, was danach aussieht. Oder kommen die überhaupt von hier? Vielleicht kommen die auch von der anderen Seite? Hm. Du machst minus Einwohner. Ja, ich weiß. Das schwankt immer mal ein bisschen. Das ist normal. Die Nachfrage ist aber eigentlich hoch. Also es sollte eigentlich passen. Bing! Ich baue jetzt mal hier noch ein bisschen die Zonen aus. Ich mache hier noch ein bisschen eine dichtere Zone. Dichterzone. Und hier machen wir... Ja, hier machen wir auch noch mal ein bisschen dichtere Zonen. Da machen wir hier eher dünn besiedelte Zonen, würde ich sagen. Was ist eigentlich hier? Da können wir mal Gewerbe noch machen, genau. So. Ja, hier ist, glaube ich... Jawohl, da ist ein Streifen mit Gewerbe. Das geht eigentlich. Was ist das hier eigentlich? Was habe ich denn da gebaut? Ist das ein Platz? Was ist denn das? Ach, das ist der Zeppelin-Landeplatz. Ihr mich schon gewundert, was ist das denn? Kann er sich wieder nicht dran erinnern, was er alles gebaut hat, herrlich. Und er redet schon wieder von sich in der dritten Person. In der dritten Person redet er schon wieder. Unglaublich. So, jetzt machen wir hier mal noch Querstraßen und machen da mal noch Gebäude hin. Genau. Hier machen wir mal noch Gewerbe. Dann sollte das mit dem Wachstum auch wieder passen. Da ist sogar schon Wasser am Start. Ich werde ja wahnsinnig. So, und hier macht man mal schön neben die Müllsammel... Warte mal, das ist ja hier diese Müllsammelstation. Die habe ich hier auch nochmal aufgebaut. Lass da mal vielleicht Parks drumrum drapieren so ein bisschen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. So ein Hundepark, genau. Und dann da daneben vielleicht nochmal... Ah, das ist zu groß. Was ist das? Auch ist zu klein. Zu groß. Zu groß. Eine Hüpfburg, nee. Nee, warte, da muss doch noch irgendwas Schöneres geben. Was ist denn hier mit? Popengarten, was ist das eigentlich? Eine Anglerinsel. Wir müssen mal mehr mit unserem Fluss arbeiten. Ein schwimmendes Café? Alter, was gibt's denn da für geile Sachen? Warte mal. Hier, wir haben doch hier so einen geilen Fluss. Wo war noch mal der Abwasser-Dings? Abwasser war... Wo war denn das? Alles weiter unten. Ja, da können wir doch hier mal ein bisschen was machen. Hier so dazwischen. Das ist zwar die Autobahn, aber naja, da müssen wir irgendwie schauen, dass wir vielleicht so eine kleine Brücke auf die andere Seite bauen noch. Oder irgendwie einen Fußweg oder so, keine Ahnung. Weil das wäre doch irgendwie geil hier. Hier so ein bisschen so ein Yachthafen oder was das da ist. Nee, Quatsch, schwimmendes Café war das ja, genau. Ich mach das jetzt dahin. Warte. Wo braucht man denn noch Grundstückswert? Hier brauchen wir eigentlich noch Grundstückswert. Warte mal, wir brauchen da jetzt noch einen Fußweg. Oder eine kleine Pflasterstraße. Oder hier so eine kleine Asphaltstraße. Reicht da ein Fußweg? Das ist jetzt so die große Frage. Kann man die unterirdisch verlegen? Ah ja, das geht sogar. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt muss ich schon mal gucken. Wie macht man das? Ne, warte. Leg das nochmal hoch. Leg das mal so da so am Strand lang. Jetzt habe ich voll die Idee. Warte, jetzt legen wir das hier so unten runter. Da so hin. Und dann da hinten rein, da wo die Häuser stehen, neben der Autobahn macht man das jetzt. Nein, das zählt gar nicht. Das muss eine richtige Straße sein. Ach komm, lass weg doch hier. Okay, warte, dann mach's halt weg. Das muss eine richtige Straße sein. Ein Fußweg reicht nicht aus. Mann, die können doch da halten und dann aussteigen und dann da hinlaufen. Da raste ich schon wieder aus. Okay, warte. Es gibt auch so Feldwege, warte. Ich hab das gleich. Es klappt gleich, alles gut. Dauert nur noch eine halbe Stunde gefühlt. Müssen wir mal ein paar Häuser opfern jetzt für das Vorhaben. Schöne Brückenkiesstraße haben wir jetzt gebaut. Wie sieht denn sowas aus eigentlich? Oh, ich habe ja hier den Strom abgekappt. Ah, Momentchen mal. So geht das aber nicht. Ach, immer diese Winkelzüge hier. Warte, mach so und so. Haben die jetzt hier unten keinen Strom, die Anlagen? Ja, haben sie nicht, genau. Oh, oh. Sowas ist tendenziell immer etwas schlecht. Wenn das Abwasser nicht mehr... Oh, wir haben generell, glaube ich, ein bisschen ein Abwasserklärproblem. Ich glaube, muss mal wieder eine Kläranlage bauen, Latte. Wir machen eine neue Nebenstraße. Wir machen eine hinter die Anlage hier für die Müllaufbereitung, Latte. Ja, da rein. Da können wir ja noch mehrere nebeneinander bauen, eigentlich.
Damit das mal geklärt ist hier. Damit das endlich mal geklärt ist jetzt. So, jetzt wie schaut's aus? Jetzt funktioniert das Ding, oder? Das ist ein schwimmendes Café? Und wo ist das Café? Ach, da ist das Café. Ich wundere mich schon. Hä? Jetzt habe ich mit riesem Aufwand ein schwimmendes Café gebaut und ist das nur ein Brunnen mitten im Steg? Was ist denn das? Ach, so funktioniert das. Das ist ja geil. Wir haben ein schwimmendes Café gebaut. Nicht schlecht. Da ist aber ganz schön Strömung, ey. Da musst du ja ganz schön aufpassen, dass dein Essen nicht irgendwie... dass dein Essen nicht seekrank wird, ey. Oder einfach mal vom Tisch rutscht, so. Das hüpft ja die ganze Zeit dann. Da ist auch irgendwie niemand. Das ist so ein typisches Prestigeprojekt, was so eine Stadt sich ausdenkt. Ja, wir haben jetzt was ganz Besonderes. In unserem reißenden Wildwasserfluss haben wir ein schwimmendes Café gebaut. Mit unserer Riesenströmung. Da müssen sie schon ganz schön aufpassen beim Essen. Nicht schlecht. Unglaublich. Das klingt wie so ein typisches Projekt, was total sich hip anhört und dann bei näherer Betrachtung totaler Quatsch ist. Und totale Geldverschwendung, wo kein Mensch jemals hingeht, der noch bei Verstand ist oder rational denkt. Aber offensichtlich, es gibt doch wohl den einen oder anderen, der da hin will. Interessant. Man sieht die nur irgendwie nicht hier drüben, die Leute, aber man sieht die immerhin ankommen. Wahrscheinlich gehen die auf den Steg, merken, oh, das ist viel zu steil, um da rüber zu fahren. Und da fahren sie wieder weg, weil sie denken, was ist das denn für eine Veralberung hier? So, warte jetzt. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das? Eine Anglerinsel. Ja, wenn wir jetzt schon so weit uns aus dem Fenster gelehnt haben, dann baue ich jetzt noch eine Anglerinsel. Was soll der Geiz? Warte mal, die können wir ja mal hier so auf die Seite. Neben den Felsen können wir die mal ja hier bauen. Guck mal, jetzt haben wir so ja noch eine Anglerinsel. Der Wahnsinn. Warte, nein. Ich will noch eine Kiesstraße dahin bauen. Ja, ja, ja. Ausgezeichnet. Boah, wie es schon wieder Scheißwetter ist hier. Mann, nein. Ah. Haben wir jetzt die Anglerinsel? Ach, das ist ja auch wieder sowas, was da mitten im Wasser drin ist. Meine Güte, ey. Das ist ja schon die zweite Touristenfalle, nicht schlecht. Mach mal hier das aus mit deinen Kreuzungen. Und da brennt's. Das ist ja auch ein Ding. Da kommt die Feuerwehr. Kommt sie noch rechtzeitig? Das ist die Frage. Und von da aus einen Tunnel nach Wanne-Eickel graben. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber das ist doch schön. Haben wir mal so Anlagen ans Wasser gestellt. Da fährt sogar einer hin. Ich raste, ist das ein Feuerwehrwagen? Das sah gerade aus wie ein Feuerwehrwagen. Apropos Feuerwehrwagen, jetzt wäre es vielleicht mal ganz schlau, hier mal zu löschen. Ihr Zapfen. Ich glaube, wir brauchen mal mehr Löschhubschrauber, weil unsere Stadt ist schon ganz schön komplex für unsere Feuerwehrautos. Apropos, so, wie sieht's denn da eigentlich aus? So in Sachen Feuerwehr? Jap, ich glaube, da müssen wir tatsächlich mal wieder ein bisschen nachlegen, glaube ich. Ich glaube, ich mache mal noch Löschhubschrauber. Hubschrauber. Machen wir mal... Ja, wo machen wir denn die eigentlich? Also wir haben, glaube ich, da einen Landeplatz. Und dann hatte ich noch einen zweiten überhaupt schon gebaut? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe noch gar keinen zweiten. Okay, dann ist die Frage, wo machen wir den denn hin? Vielleicht mal hier hinten so an die Ecke. Dass hier auch mal ein bisschen Abdeckung ist. Dass wir auch mal hier ins Wasser können. Und dann da innen löschen. Weil guck mal, hier ist die Löschabdeckung auch richtig schlecht eigentlich. Lass das mal hier machen irgendwie. Ich glaube, da müssen auch keine Fahrzeuge rausfahren aus denen. Den kann ich, glaube ich, überall hinstellen tatsächlich. Je näher am Wasser, desto besser ist das natürlich, ne? Da mache ich den jetzt mal so hier hin. Warte, wir machen mal noch eine Nebenstraße. Nebenstraße. Hier Nebenstraße, Nebenstraße. Und dann machen wir da das mal dahin. Was bringt mir der Turm eigentlich? Feuerwehrturm. Der Feuerwehrturm wird von Feuerwehrmännern bemannt. Nicht befraut? Von Feuerwehrfrauen befraut? Ich bin entsetzt. Das ist ja alles nicht konform hier. Diese Sprache da in diesem Spiel. Unglaublich. Lass das bloß nicht hier die Gender-Fraktion hören. So, jetzt hier. Warte, wo war ich jetzt? Ich wollte gucken, wie das ist. Warum geht das jetzt hier nicht mit Wasser? Okay, alles gut. Also, was macht der jetzt?
die von dort Waldbrände frühzeitig erkennen. Ein Waldbrand kann sich auf die Stadt ausweiten, wenn er Gebäude erreicht. Ein Waldbrand. Ja, wir hatten den letzten Waldbrand mitten im Zoo. Da hat ein einziger Baum gebrannt. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Haben wir hier so große Waldflächen, dass sich das lohnt? Die so nah dran sind, dass sich das lohnt? Hier vielleicht? Boah, ey, ich glaube, so viel Waldfläche haben wir nicht, dass sich das lohnt. Ich meine, ja, es ist halt alles da irgendwie rot. Es ist alles irgendwie prinzipiell waldbrandgefährdet, aber pff, ganz ehrlich. Wir haben Löschhubschrauber, ja. Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht... Also die letzten zwei Waldbrände, die hier gemeldet wurden, das war ein Baum, der alleine stand und gebrannt hat. Also ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht... Was ist denn hier eigentlich? Was ist denn das? Ein Polizeihubschrauber. Krass. Da wurde einer abgeholt. Unglaublich. So. Jetzt sieht man das auch mal am Tag. Ach, guck mal, da haben sogar Leute schon geparkt und fahren dahin. Angeln da jetzt noch welche? Nicht wirklich, oder? Das könnte vielleicht dran liegen, dass das Anlegen hier ein bisschen schwierig ist. Da kommt einer. Der geht da hin, guckt und geht wieder zurück wahrscheinlich. Ja, genau. Kann ich rüberfahren. Na toll. Was können wir denn noch machen eigentlich an der Küste? Da gibt es doch bestimmt noch Sachen. Was ist denn mit einer Fähre eigentlich? Was haben wir denn hier Schönes? Hafen. Der Hafen bietet der Stadt eine ausgehende Passagierverbindung über das Meer. Touristen besuchen und verlassen die Stadt über den Hafen. Platzieren Sie den Hafen an einem Küstenort, wo eine Hafenroute verfügbar ist. Zählt da auch Fluss eigentlich? Warte mal. Ah, okay, ich sehe schon. Keine Routen möglich, okay. Außerhalb der Stadtgrenzen. Da muss er am Strand sein irgendwo. Also halt an der Ozeanküste und nicht am... Da braucht man noch die Ozean-Connection, sonst können wir keinen Hafen bauen. Das ist aber auch irgendwie doof. Es muss doch auch eigentlich einen Hafen am Fluss geben, oder nicht? Oder, warte mal, vielleicht gibt es da noch einen. Es gibt ja noch mehrere. Frachthafen. Frachtumschlagplatz. Mit Güterzuganbindung, aha. Fähren. Zwischen den Schichten sind die Fähren im Depot. Das müsste doch aber gehen eigentlich. Das ist hier im Fährhafen, oder? Fähranlegestelle. Ja, das geht. Da könnte man natürlich hier den Fluss nutzen noch. Aber das lohnt sich, glaube ich, noch nicht so, oder? So viel Fläche ist das gar nicht. Das wird sich dann lohnen, wenn wir hier noch mehr gebaut haben. Lass uns mal die Stadt noch mal ein bisschen ausdehnen jetzt. Würde ich sagen. Ich glaube, das ist die schlauere Lösung jetzt. Gib mir mal hier... Straßen. So, jetzt bauen wir hier mal noch aus. Nee, warte, mit geraden Strecken bitte. Wobei wir hier vielleicht auch nochmal einen Kreisverkehr einflechten könnten eigentlich. Würde sich vielleicht sogar anbieten. Wenn wir das hier vielleicht nochmal ein Stück... Ja, komm, wir machen das mal. Vielleicht auch, dass wir die Ausfahrt hier noch ein bisschen nochmal versetzen und dann vielleicht in einen Kreisverkehr damit reingehen. Oder die einfach dann so rüberziehen zum Kreisverkehr. Ich glaube, das ist schlauer. Dann verteilt sich der Verkehr besser. Lass das mal machen, warte. Dann nehmen wir hier die große Straße. Mit Bäumen. So, wie war das jetzt nochmal? Wie habe ich den Kreisverkehr immer gemacht? So rum dann, okay. Warte. Ist gleich soweit. Mach die Tüte. So, und dann hör. Das muss ja kein so riesiger Kreisverkehr sein. Das kann ja auch mal ein kleinerer sein. So einer hier. Wir knippern das mal ab. So, und dann nehmen wir uns hier die Doppelstraße und ziehen die einfach mal... Ja, vielleicht jetzt nicht gekrümmt. Vielleicht doch eher so ein bisschen gerader. Obwohl, naja, nee, eigentlich... Gekrümmt ist eigentlich gar nicht so schlecht. So sieht das gut aus, genau. Dann gehen wir damit dann einfach rein in den Kreisverkehr. Machen von da... Ja, ist eine gute Frage. Aber das von da. Das ist ja hier schon eine Straße, die weggeht, genau. Ich hätte hier gerne noch eine, die vom Kreisverkehr weggeht. Dann lass das vielleicht mal mit einer Einbahnstraße noch lösen. Dass die vielleicht da erstmal nur von der Autobahn reinfahren, genau.
Da müssen sie einmal rumfahren, wenn sie von der Autobahn kommen. Und dann da abbiegen. Und die anderen, die auf die Autobahn wollen, die fahren dann tendenziell einfach da auch lang. Würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung. Und die, die vorher abbiegen wollen, können das ja hier mitmachen. Ja. Dann wird hier nicht so viel Verkehr reingeleitet, glaube ich. Weil dann kommt da kein Verkehr, der auf die Autobahn will. Dann fährt der Verkehr, der auf die Autobahn will, über die große Straße. Und nicht über diese kleine, die dann so nah am Wohngebiet ist. Ich glaube, das ist gut. Wenn ich das jetzt richtig durchdacht habe, ergibt das Sinn. Genau, und dann können wir da jetzt ja noch ein paar Wohnhäuser verteilen noch. Vielleicht ja, wir wollten ja eher die kleineren Zonen machen auch. Kleinere Wohnzonen, das passt doch. Und in die Mitte vielleicht noch einen Park. Ja, lass mal in die Mitte noch einen Park bauen, das ist glaube ich gut. So, hier mache ich das jetzt mal so. Und hier macht man noch auch Wohnhäuser drumherum. So ein paar kleine Häuschen. Und Verbindungswege. Genau, Verbindungswege, das ist richtig. Ich mache einfach einen Park. Warte, wir machen einen Park. Da hoffe ich jetzt nicht schon wieder der Kent Park. Dann raste ich aber aus. So. Holzstadtpark. Lebt denn der alte Holzstadtpark noch? Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Okay, warte, warte, warte. Hier, Stadtpark. Da können wir gleich mal gucken, dass wir vielleicht auch einen großen Park hinkriegen. Mach mal den Haupteingang mal nach da. So. Dann mach mal Nebeneingänge. Nebentor. Da. Da. Das ist auch schön groß, aber auch nicht zu groß. Jetzt dort schießt. So, jetzt warte. Mach das mal mit gebogener. Genau, so. Und dann, warte. So, und dann müssen wir den Mittelpunkt wieder einrücken. Ist manchmal nicht so einfach, da den richtigen Punkt zu erwischen. Ah, so sieht das halbwegs okay aus. Ich glaube, der Kreisverkehr ist auch schon wieder nicht ganz so gut ausgerichtet. So, jetzt warte. Hier, genau, machen wir erstmal einen Zaun. Dann dahin und dann dahin. Ich glaube, der Zaun wertet das auch schon so ein bisschen auf. Warte mal, man kennt das ja, die Zäune, die Parkgebiete aufwerten. Schieb mal die Zugangsdings ein bisschen zurück, sonst kann ich da keinen Zaun bauen. Kann man eigentlich die Parktore, wenn man die mit Move-It bewegt, auch drehen irgendwie? Dass man die vielleicht noch ein bisschen mehr zur Straße ausrichten kann. Das sieht nämlich teilweise schon ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Aber Move-It ist schon eine geile Mod auch. Da bin ich sehr froh, dass ich die habe. Sonst wäre das nämlich ein ganz schönes Gefrickel, das richtig hinzukriegen. Und so ist das eigentlich recht problemfrei. Kann ich das irgendwie drehen noch? Ah, mit rechter Maustaste. Sehr gut. Warte, dann mache ich das mal und schieb das mal hier noch so hin. Das ist eine filigranste Filigranarbeit. Wie eine Operation am offenen Park. Genau, und dann setzt man da jetzt einfach die Dinger hin. In den Holzpark. So, was hatten wir da noch? Ein Schlachtfeld, genau. Ach verdammt, das hätte man jetzt natürlich schön in die Mitte setzen können. Warte, mach das nochmal weg. Ja, ja, ich bestätige alles. Ich bestätige hier jetzt alles. So, jetzt haben wir vier Schlachtfelder. Und dann machen wir das hier. Warte, dann machen wir, genau, dann machen wir da innen drin noch so einen Weg, der kreisförmig ist. Warte. Der sieht bestimmt richtig gut aus gleich. Ich bin mir ganz sicher, dass das wunderschön aussehen wird. Jawohl, guckt euch das an. Bisschen krumm und schief, aber das ist so der Individualismus halt. Die individuelle Note ist das. So, nee, warte, nicht schon wieder ein Schlachtfeld. Mach mal da so die kleinen hier vorne. Mann, das wird der geilste Park aller Zeiten, ich sag's euch. Okay, da passt es nicht mehr hin. Da machen wir dann die Toiletten hin, da wo kein Platz ist. Hier, dann vielleicht. Hatte ich da schon Toiletten? Ich glaube, da waren schon Toiletten. Was ist das hier? Park-Infostand, genau. Lass den auch nochmal bauen. Sehr geil, sehr geil. Wunderbar. Ja, die zwei Sachen gehen nicht. Also da braucht man, glaube ich, Wasser, oder? Ja, Küste benötigt. Das können wir, glaube ich, knicken. Ja, das sieht doch schön aus. Komm, da können wir noch ein paar Accessoires machen. Warte, Accessoires hier. Da gibt es noch welche. Hier, Wegweiser, auch schön. Dass die Leute überhaupt nicht wissen, wohin. Ich muss sagen, bei Wegweisern tue ich mich auch immer schwer. Ich bin mir immer nie sicher, in welche Richtung die Pfeile zeigen.
Wegweiser verwirren mich immer nur mehr, als sie mir helfen. Sollte niemanden überraschen, wenn man so mitbekommt, wie ich hier so drauf bin. So, jetzt hier, macht mal hier noch so Bänke, genau. Also so Sitzgelegenheit. Was haben wir denn hier noch alles? Schachbretter hier, Mülleimer, Blumenbeete. Oh, gucke mal, was da noch... Eine Kanone! Ich will eine Kanone haben. Hier, Kanone dahin. Was sind das hier? Sandkästen, okay. Machen wir das einfach mal hier. Dann hier so ein Burgerbrater einfach. Hier so. Am Eingang. Das muss gleich am Eingang, damit die Leute gleich Hunger kriegen. Dann hier noch sowas. Yes, nice. Hier auch noch was. Und was ist das? Imbiss. Ach, noch ein Imbiss. Ja, mehr Imbiss. Genau, richtig gut. Können sie alle kaufen, bis die Schwarte knackt hier. Imbiss neben dem Café. Können sie sich gegenseitig Konkurrenz machen. Ja, das ist doch gut. Sehr schön. Passt. Passt. Vielleicht noch Bäume im Park. Das wäre vielleicht noch was, was man noch machen könnte. Hier, sowas. Warum ist es so klein? Ich will ja größere Bäume haben hier. Riesen-Mammutbaum. Ja, kann man mal machen. Ist zwar überhaupt nicht die Klimazone dafür, aber egal. So, das reicht. Genug Bäume. Die Mammutbäume mache ich weg. Ich glaube, die passen ja nicht in dieses Klima. Kann ich die wieder entfernen? Mit. Ja, kann ich. Die passen da nicht so gut rein, glaube ich. Sehr schön. Wir haben wieder einen Park. Und das müsste sich auch gleich wieder auf die Grundstückspreise positiv auswirken hier in der Gegend. Wir können ja mal gucken. Ja, da siehst du aber, wie sich das auswirkt direkt. Nicht schlecht. Da können wir gleich hier mal... Ah, das ist, haben wir schon bezont, ne? Ja, da haben wir schon bezont. Das war ja leicht bezont. Ah, wir brauchen Strom noch. Aber das müsste eigentlich gleich sich verteilen. Genau. Wasser braucht man noch. Das ist, fehlt hier noch. Aber gut, Redwood im Holzpark hätte natürlich trotzdem irgendwie gepasst. Nicht schlecht, nicht schlecht. Geil, geil, geil. Und der Kreisverkehr wird auch schon gut genutzt. Guckt euch das mal an. Das ist ein nicer Kreis. Nice. Dann können wir hier noch Gewerbeflächen bauen. Vielleicht auch mal noch einen Platz oder so. Zwei Plätze noch hier, genau. So. Und dann gegenüber noch so einen kurzen. Das ist doch mal eine Idee. Und noch ein Fußweg. Genau, das wurde auch gesagt, ich soll mehr Fußwege bauen. Fußwegverbindungen. Da müssen wir mal gucken. Das war ja hier, genau. Hier, wenn wir mal hier so einen Fußweg von einer Seite auf die andere ziehen. Na? Warum? Ah, jetzt, genau. Dann ist es nämlich verbunden. Und dann können sie nämlich von da nach da einfach laufen. Da müssen sie nicht mit dem Auto dann extra rumfahren da an der Stelle. Ist ganz clever eigentlich. Nicht schlecht. Der Wahnsinn. Und dann können wir mal gucken, wie sie sich da jetzt ausbreiten. Oh nein, ein Gebäude steht in Flammen. Was? Der Picknicktisch. Platz mit Picknicktischen, ja? Sehr schön. Wir haben aber gerade einen Löschhubschrauber an den Start gebracht. Das müsste eigentlich funktionieren. Moinsen, GEMA-Beauftragter. Ich habe nur das Standardspiel ohne Add-ons. Bei der Anzahl ist es schwer zu entscheiden, welche man sich holt. Was ist denn hier deiner Meinung nach das sinnvollste Add-on? Boah. Also, ich finde das Industrie-Add-on sehr geil. Das Industrie-Add-on ist sehr geil, weil du da viele neue Möglichkeiten hast, Spezialindustrie in deine Stadt zu holen. Dann, was auch sehr geil ist, ist, ich glaube, der Campus-DLC soll sehr gut sein, aber den habe ich nicht tatsächlich. Das ist der einzige, den ich nicht habe. Green Cities lohnt sich halt, wenn du so Umweltgeschichten machen willst. Windräder und so Kläranlagen, die nicht so umweltschädlich sind und sowas alles. Der Snow-DLC, ja gut, der ist halt nur möglich auf bestimmten Maps, ne? Also da musst du halt so Wintermaps haben. Den finde ich, so, wenn du das nicht unbedingt haben willst mit Wintermaps, kann man da auch eigentlich drauf verzichten, finde ich. Also ich finde auch die Wintermaps jetzt, ja, das ist ganz schön so, wenn es halt auch Winter ist und Weihnachten und so, aber man braucht es eigentlich nicht unbedingt, würde ich sagen. Also da würde ich noch am ehesten drauf verzichten. Der Airports-DLC, der ist okay. Das mit dem Flughafen ist schon eine geile infrastrukturelle Ergänzung nochmal, aber braucht man jetzt auch eigentlich nicht unbedingt. Es sei denn, man will halt unbedingt einen Flughafen in der Stadt haben als Zugangsmöglichkeit für die Leute. Der Industrie-DLC ist Hammer. Ja, den muss man eigentlich haben, finde ich. Also der gehört eigentlich dazu.
Weil da hast du so viele Möglichkeiten, spezialisierte Industrien aufzubauen. Und das bringt deiner Stadt auch was und so. Das ist schon... Den sollte man schon haben. Ja, der würde ich sagen, ist Pflicht. Was gab's denn da noch? Der Parks und Recreations DLC halt. Also dieser Parks DLC. Den finde ich auch gut. Halt, weil du da auch mal eigene Parks gestalten kannst mit diesen ganzen... Ne, haben wir ja gerade gemacht. Das, was wir gerade gemacht haben. Park aufbauen, gestalten, Accessoires einbauen und so. Das finde ich eigentlich auch gut. Aber das ist halt, wenn du das halt nicht haben willst in deiner Stadt, eigene gestaltete Parks, da kannst du auch drauf verzichten. Das sind immer so Sachen, die sind nice to have und die bringen deiner Stadt natürlich auch was. Aber du musst sie halt nicht unbedingt haben eigentlich. Und an dieser Stelle endet diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal in die Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn neue Videos rauskommen. Denn es kommen täglich Videos und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.